Dies wird der Ort sein. Florian Silbereisen und Beatrice Egli feiern ihre Hochzeit. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Wir laden Sie ein, die neuesten Nachrichten des Tages zu hören. Gerüchte um eine Hochzeit zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben ihre Fangemeinde unruhig gemacht. In den letzten Monaten haben die Fotos und Informationen, die in sozialen Netzwerken über den bevorstehenden Hochzeitstag des Paares geteilt wurden, die Fans voller Erwartung gemacht. Laut Quellen, die dem Paar nahestehen, planen sie ihre Hochzeit woanders statt in Berlin zu feiern. Der Grund für diese Entscheidung muss noch bekannt gegeben werden. Während die Wahl eines anderen Ortes den Spaß an einer Hochzeit in Berlin beeinträchtigen konnte, entschied sich das Paar, die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Lieben an die erste Stelle zu setzen. Viele Fans von Florian Silbereisen und Beatrice Egli waren von der Nachricht ihrer Hochzeit begeistert. Mit neuen Informationen über die Wahl eines anderen Ortes für die Abhaltung der Hochzeit empfinden viele Fans Bedauern und Enttäuschung. Aber für dieses Paar ist das Wichtigste immer noch die Liebe und Unterstützung der Fans. Die Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist unbestreitbar. Seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung gelten sie als eines der schönsten Paare der Musikbranche. Sie haben unvergessliche Momente miteinander geteilt und stehen sich in jeder Situation immer zur Seite. Gegenseitige Liebe und tiefes Verständnis haben diesem Paar geholfen, eine starke, bedauerhafte Beziehung aufzubauen. In der zeitgenössischen Musikbranche entwickeln sich die Hochzeit von Künstlern zu einem lang ersehnten besonderen Ereignis. Und natürlich ist auch die Fan nach dem Ort dieser Veranstaltung immer ein Thema, das die Öffentlichkeit und die Fans interessiert. Im Fall von Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist die Wahl ihrer Hochzeitslokation zu einem Diskussionsthema in den Medien und sozialen Netzwerken geworden. Und das ist vielleicht nicht verwunderlich, schließlich sind beide berühmte Künstler der deutschen Musikszene und ihre Hochzeit wird die Aufmerksamkeit einer großen Anzahl von Fans im ganzen Land auf sich ziehen. Zuvor deuteten viele Gerüchte darauf hin, dass Florian und Beatrice eine Hochzeit in Berlin abhandeln würden, der Hauptstadt Deutschlands und auch dem Ort, an dem beide leben und arbeiten. Im März 2023 wurde bekannt, dass der Veranstaltungsort nicht Berlin, sondern woanders sein würde. Als Ort für ihre Hochzeit haben sich Florian und Beatrice nach neuesten Informationen die Stadt München ausgesucht. Dort, wo Florian geboren und aufgewachsen ist. Kein Wunder, denn Florian und Beatrice haben beide eine besondere Vorliebe für diese Stadt. Florian ist München der Ort, an dem er seine Kindheit verbrachte und an den er sich gerne erinnert. Und für Beatrice ist diese Stadt der Ort, an dem sie ihre musikalische Karriere begann und viel Erfolg hatte. Die Wahl Münchens als Austragungsort für die Hochzeit von Florian und Beatrice wurde von vielen Fans unterstützt und gilt als sinnvolle und emotionale Entscheidung. Es gab auch einige, die argumentierten, dass die Wahl Münchens als Austragungsort für die Fans unzugänglicher würde.